Hi, Papa, wir begrüßen euch ganz herzlich zum lustigen Mathe-Quiz, nächste Folge. Und hallo. Ich versinke langsam im Wahnsinn. Ich setze mich gleich zur Mathe ins Schloss. Nee, da musst du erstmal hinkommen. Das ist ja das Problem. Ich latsche einfach hin, ich habe Google Maps. So. Ja, also damit das natürlich nicht passiert, fühle ich dem TCM. Naja. Friedrich ist mein Künstlername. Ich heiße okay. Ja Günther, das wisst ihr ja nun. Dem TCM. Den letzten Tipp, und zwar muss er... Den letzten, das will ich aber nicht hoffen. Für diese Folge. Den ersten und den letzten Tipp für diese Folge. Und zwar musst du nochmal zurück zur Tankstelle, weil da was liegt, was du brauchst. Der Kopf vom Tankwart. Mit dem denke ich so lange auf diese Maschine im Keller ein, bis er aufgeht. So. Tankwart, du bist du. Zeig mir deine Zapfsäule. Was? Dein Zapfhahn. Dein Zapfhahn, Da muss wo rein. Also bitte. Ins Auto. Jetzt ist aber mal... So, was soll hier liegen? Was soll hier sein? Schraube. Diese Karte haben wir schon geklärt. So. Und es liegt da was. Haben wir ja eigentlich schon was mitgenommen? Diese Ansicht ist mir doch gerade ein bisschen mysteriös. Kannst du das Rad mitnehmen und damit durch die Stadt fahren? Mit dem einen Rad. Das klemme ich mir zwischen den Popacken und da geht's ab. So. Das scheuert dann, glaube ich, ein bisschen. Ich denke auch, die arme Straße. Ja, das haben wir noch gar nicht den Fokus drauf gelegt. Ja, du. Da. Entschuldigung. Was liegt? Hier, gehen wir mal in den sinnlosen Raum. Das kennen wir doch schon. Wirklich? Nee. Oh. Mann. Was soll das sein? Das sind nur 7, ne? Doch, die kennen wir schon. Dachte ich. Da hast du noch gesagt, was wurden da eingekauft? Und da haben wir dann gesagt, der kauft sich die Einzelteile vom Auto selber, wenn man sich ein Auto zusammenbaut. Nee, das schaffen wir wirklich noch nicht. Wir haben ja noch einen gefunden, ne? Noch einen Kassenzettel. Das war es, das was gelegen hat noch. Was ist das denn? Achso, das kennen wir ja. Tut mir leid, Freunde, mir läuft etwas die Nase. So, Achso, es lädt gerade, okay. Nee, hä? Es lädt nicht. Wollen wir nicht durch können.
Buschbeute guckt gerade nochmal ihre Bilanzen durch für nächstes Quartal. Ja, bei deiner Zettelwirtschaft ist ja alles durcheinander. Und warum streichst du das durch? Da ist manches Zeug dabei, was wir noch brauchen. Das? Das haben wir doch auch schon bedient. Ja, aber so wie es aussieht, nee. Nee. So, ja, super. Die Tür ist aber schön verbeult. Aber es ist geschlossen. Von innen. So. Wenn ich diese Zahlen jetzt zusammenrechne, da habe ich eine Riesenzahl. Das sieht mir auch nicht beim fürs scheiß Dia, oder? Ja. Das kommt dann drauf an, wer der ist. Aber nicht in dem Keller. Ist es noch irgendwo in diesem Hotel hier? Nee. Ach, sind wir schon wieder was verraten. So, die Kirche ist auch geklärt. Da war doch auch nichts mehr. Nee, es ist theoretisch alles schon geklärt. Bloß was habe ich denn jetzt gedacht, was du machen musst? Das würde ich auch gerne wissen. Na, ich habe dich zu einem Kassenzettel geführt. So, dann habe ich mitgekriegt, dass wir diesen Kassenzettel schon... den muss ich ausrechnen. Genau, den haben wir ausgerechnet und haben den auch schon verwendet. So, und dann hast du hier aber noch was durchgestrichen. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, was... Diese Kassenzettel hier. Genau. Aber wieso brauchen wir denn den noch? Muss ich den nochmal ausrechnen? Noch brauchen. Ja. Nee, warte mal, wo denn das Tor? Jetzt halt, stopp. Jetzt rede ich. So. So, warte mal, wie komme ich denn hier? Ach so, okay. Also, wir rechnen nochmal lustig. Das war diese blöde Karte, wo ich das Ergebnis eindrücken musste. Mhm. Da brauche ich einen Taschenrechner, bitte. So. Also. Du musst aber den Kassenzettel nehmen. Den haben wir ja schon ausgerechnet. Da denkt man, man hat einmal was verarbeitet und dann doch nicht. Na nee, ich weiß nicht, warum du den durchgestrichen hast. Ja, die Zahl haben wir doch schon verwendet. Dachte ich. Ups. So, dann gibst du nochmal ein, bitte. War das nicht das mit dem... Na, gibst du nochmal ein, einfach. Das war diese Geschichte. Da brauchst du doch den anderen Kassenzettel. Aber giftig werden. Jetzt aber gut. Na, weil du von uns gesagt hast, dass damals schon... Ach, irgendwas war da... Ach, ich weiß doch auch nicht. Ja, da darf ich nochmal im Rechner bitten. Achso, Reset. Achso, okay, das ist schon Reset, okay. So. $789 plus 20. Jawohl. Plus 9. Plus 71. Plus 250. Meine Güte. Na, bloß gut. Das war umständlich. Ja, vielen Dank an die Programmierer. Voll, aber da habe ich auch, also bis ich das
hatte, dass man da zwei Kassenzettel eingeben muss. Boah, das finde ich gemein. Ja, ist es. Huh. So, jetzt sind wir noch zurück in den Geisterhof. So. So, und jetzt kriegen wir eine lustige Projektion. Ups. Okay. So, wie mache ich mir das jetzt deutlich? Das ist die ganz normale, achso, okay. Das ist ganz normale hier. Ich kann nur das eine Tier angucken. Genau. Da ein Bild, dafür habe ich drei Dias eingeworfen. Okay. Gut. Ja, das eine für. Ja, verstehe, ja. Gut. Ein Traum. So, da habe ich eine Lösung. Mhm. Die zweite ist die Koordinaten und der dritte ist der Scheiß. Der große Scheiß. Der große Scheiß hat gesprochen. So, Update is ready. Na dann, ladet's mal runter. So. Make the best of your life now. So. Gehen wir mal in Omas Weinkeller. Zack. Jetzt darf man wieder hier 1855 eingeben. Flip. So. Also, jetzt. Traumhaft. So. Okay, ein was leuchtet. So, M. Das war hier M7. So, C3. Und I6. Genau. Gut. Theoretisch könnte man jetzt hier lustig Spaß machen und schon mal das Hofrätsel lösen. Weil zwei haben wir ja schon und den einen brauchen wir nur noch durchklicken. Ja. Ja, ist das Mist, dass wir hier keinen Taschenrechner haben. Na, dann gehen wir erstmal kurz auf den Marktplatz. Das ist hier. So. So. Gucken wir mal. Let's go to the mall. Günther hat wieder gesprochen. Also der zweite Günther. No, da lang. Halt, stopp. Hallo, Freunde. Hallo. Das ist es nicht. Ja, oder was? Also, ich hätte noch grün drücken müssen, ne? Ja. Hä? Oder doch nicht?
Tja. Ah. Oh, Animation. Oh, ein Klo. Ja, das ist ein sehr effektives Klo. Ja, ne, wenig Stauraum. So, wir haben jetzt einen Schlüssel, einen fetten Schlüssel und ein Stück Platte. Yay! Yay! So, das haben wir jetzt also auch gegessen hier. Scheiße, jetzt weiß ich nicht. Da ist ja mal was, Klo. Ich dachte, ich kann jetzt olunzen, aber das bringt uns ja nichts. So. Tja, fetter Schlüssel. Wo fehlt uns ein fetter Schlüssel? Beim Labyrinth nicht. Oder? Was ist denn? Wo war das jetzt? Eins war da noch, ne? Ja, nee. Wo war's denn? Hier, nee. Hä? Hier. Tada! Also, das Dorf ist schon sehr klein, ja? Ich kann mir das trotzdem nicht merken. Ah! Warte. Nur ein bisschen Geduld haben. Und jetzt kommt. Ja, hier hilft der Hinweis, das Langstelle weiter. Gott. Ja. Okay. Direkt ohne Animation hingeskippt. Wurde wahrscheinlich vergessen. Was zum? Was ist denn das nun wieder? Was ist denn hier? Der macht gar nichts. Tja, danke. Hier muss rauskriegen, was die Buchstaben bedeuten, oder wie? Ja. Ah, warte mal. Nee, das bringt. Vielleicht bringt es mir was. Nee, das bringt mir klar. Ah, doch oder doch. Doch oder doch. Nee, es. Doch. Das ist ein S. So. Das hier. M. Na, aber jetzt geht's schon, jetzt macht schon keinen Sinn mehr. Wie hast du denn das jetzt rausgekriegt? Das hier. Dieses ist das ist dieser hier unten. Ah, und das hier. Siehste mal. Und das ist das S hier. Ist ja lustig. Aber das? Das hab ich mir rausgekriegt. Cool. Ich hab das mir anders erschlossen. Das kann man sich logisch erschließen, dass M, dass das sein soll. Na, nicht vom Aussehen, nee. Da gibt's auch keinen Hinweis, oder? Doch. Jetzt ist es wieder weg. Oh. Okay, das kriegen wir ja hin. Das wissen wir ja jetzt, wie das funktioniert. Ui.
Warte mal, stopp. Steu. Das heißt nicht stopp. Das kriege ich raus. Das weiß ich auch, was das ist. Das weiß ich auch, was das ist. Weil das ist nämlich ein R und das ist ein E. So. Weißt du wie? Hm? So. Ob das mit Punkt drin, verstehe ich nicht. Das soll in der Mitte sein, wahrscheinlich. Ach, da fehlt ja noch eins. Da fehlt noch was. Ich weiß sogar, wie es aussieht, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ist das auch sowas hier? So das eine ist auch so einer von den... Komm, lass mal was probieren. Das ist zwar, glaube ich nicht, dass das geht. Nee, geht nicht, weil der Buchstabenwunsch dabei ist. Okay. So kann man sich die Leute auch beschäftigen. Das seht ihr jetzt gerade nicht, ich habe ja hier Zeichnung. Aber. Das war der eine Code von der Jalousie, von dem. Ja. Was war das für ein Haus? Das Egalhaus. Das Lampenhaus war das, glaube ich. Oder vom Wood. Das kann auch sein. Bin mir nicht mehr sicher. Das stand da auf jeden Fall auf der Jalousie, wo TCM so ewig gebraucht hat, um die Jalousie zuzumachen. Ja. Und der andere, wo stand denn der andere? Bin schon nicht mehr. Theoretisch müsste es noch einen dritten geben. Das Bild. Das sieht aus wie so ein Krackevieh, was da hinterm Baum herkommt, weißt du? Hier, ja. Das ist der Arm, wo du jetzt gerade bist. Ja. Und das stützt sich so auf. Ja, ja. Wie? Okay, Krackevieh. Oben noch was? Nee, das haben wir auch eingehend untersucht. Ja, das hat man schon. Mhm. Aber übereinander legen muss man das ja eigentlich auch nicht, ne? Nee. Weißt du, dass du diese Punkte hier irgendwie in dieses Tic-Tac-Toe-Spiel hast, was du auf dem Spiegel bekommen hast. Das ist ja das hier. Hm, weißt du, dass du das von der Jalousie über das vom Dings vom Slag. Ne, dann hättest du einfach hier bloß die hier Punkte drin. Na genau. Aber das passt auch nicht. Ne. Na, warte mal. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Weil du hättest da hier ein Viereck mit Punkt. Du bist jetzt herumgeflogen von Vieh in die Mücke. Hab's nicht gesehen. Tatsächlich. Mücke. Und gleich mal draufgeschlagen. Ne? Und da hättest du hier könntest du das Teil nehmen. Ja, aber das passt nicht. Ich weiß doch, was für ein Wort da reinkommt. Das passt nicht so. Ach, da kommt ein Wort rein. Ja. Das können wir vielleicht rauskriegen. Vielleicht klappt das auch ohne. Lass mal gucken. Ich habe das damals auch durch nur ein bisschen Denken und ein bisschen Raten hingekriegt. So wie ich meinen ganzen Matheunterricht gemacht habe. Ah, wenn das jetzt immer der Lehrer hören. So, also wir gucken mal, was haben wir jetzt alles? S. Mhm. So, das war ein M. Das M. Oh Gott.
So, jetzt, das war ein R. Und das ein E. Wir brauchen den Buchstaben und den Anfangsbuchstaben. Lustiges Kreuzworträtsel. Warte mal. Was haben wir? Das ist ein E. Dann kommt ein R. Dann noch das mal nicht. Und dann S. Guck dir nochmal genau die Zeichen oben drüber an. Das muss identisch sein. Genau. Och. Hast du raus? Ja, hab ich. Och, hui. Okay. Sehr gut. Sind wir jetzt im Labyrinth. Und damit geht's in der nächsten Folge weiter. Die Reise ins Ungewisse sozusagen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ahoi.